Hallo zusammen. Hi. Schön, dass ihr da seid. Wir starten mal ganz gemütlich. Der ein oder andere wird vielleicht noch dazukommen. Ich stelle mich einfach vielleicht schon mal kurz vor. Ich bin Saskia. Der ein oder andere kennt mich vielleicht schon aus den letzten Shows. Ich bin die Sandja. Ich bin erst das zweite Mal dabei, aber ich freue mich total. Genau. Und vielleicht schon mal kurz zum Thema vorab für die, die schon da sind. Es geht heute um den Muttertag. Und um Geschenkideen, wir bieten euch Inspiration, zeigen euch vielleicht auch mal das ein oder andere getragen, dass ihr es mal sehen könnt. Ich glaube, es ist auch für jeden was dabei, ne? Haben was Klassisches, glaube ich, mitgebracht, aber auch ein paar moderne Teile oder Sets. Also für jede Mama, wenn ihr noch auf der Suche seid, haben wir das richtige Produkt. Genau, auch Silber oder auch Gelbgold und Roségold. Für jeden Typ was dabei. Wir haben auch was Funkelndes, Glitzerndes, was Modernes dabei. Ich würde vielleicht auch einfach schon mal starten mit meinen Schmuckstücken, die ich trage. Schreibt doch erstmal gerne, von wo schaltet ihr ein? Seid ihr dabei? Lasst uns ein Emoji da, genau, damit schickt wir uns euch ein Herz. Sehen. Genau. Und dann würde ich tatsächlich auch einmal starten. Vielleicht einmal mit meiner Kette. Das trifft nämlich schon ganz gut zum Start zum Muttertag. Das ist eine Herzkette von Jette. Jetzt hier vielleicht nochmal einmal etwas anders, dass ihr auch das Herz sehen könnt. Das ist auch so ein Klassiker zum Muttertag, ne? Genau. Ein Herz verschenken. Das Symbol, ja. Ja. Genau. Und dazu trage ich nämlich auch das passende Armband, das ich euch jetzt auch nochmal einmal näher zeige. So, genau. Auch hier wieder das Herzsymbol, was natürlich super schön ist zum Verschenken, um schon direkt die Dankbarkeit zu zeigen der Mama. Kann man natürlich wunderschön als Set schenken oder auch einzeln. Entweder das Armband oder die Kette. Ah, guck mal, da guckt schon jemand zu aus Wiesbaden. Hi. Hallo, Sie. Schön, dass du kommentiert hast. An alle anderen, schreibt auch gerne, von wo ihr zuschaut. Außerdem ist das ja auch immer schön, ne? Wenn sie das trägt, die Mama, und dann drauf guckt, dann denkt sie vielleicht auch direkt an das Kind, das das geschenkt hat. Und es sieht einfach richtig gut zu deinem blauen Anzug aus. Ich muss das jetzt nochmal sagen. Das mit dem Silberschmuck zu dem Blau ist natürlich auch mega. Genau, wir haben es heute aufgeteilt. Ich habe jetzt hier einmal Silber ausgewählt und du. Genau, ich bin in Gold unterwegs. Das ist auch mein Favorit privat. Das passt also ganz gut. Und ansonsten haben wir aber auch noch ein bisschen Bicolor. Und Rosé haben wir ja auch. Ich weiß, genau. Wir haben ja bei Jette auch noch ein paar mehr Produkte. Vielleicht fangen wir damit auch an. Würde ich auch sagen. Gibt es nämlich auch ein tolles Gewinnspiel. Schon ja. Mal als kleinen Teaser. Genau. Das Motto bleibt dabei aber. Ich weiß nicht, ob man es jetzt ganz gut sieht. Also passend zu dem Armband gibt es noch ein anderes Armband, das ein bisschen verspielter ist. Also und sehr frühlingshaft in der Farbe, ne? Mit dem Rosa. Ich guck mal, ob ich das vielleicht, genau, vielleicht einmal besser ja. Nochmal zeigen kann. Ich glaub, wenn man das ist das, super. Sieht man das so? Ja, da sieht man auch, wie es funkelt. Und ist auch, finde ich, so ein Ton von dem Armband, der steht auch jedem Hauttyp eigentlich. Vielleicht eher für die verspieltere Mama, ja, genau. Die es auch gerne funkelnd mag. Ist das super. Auch hier kann man das natürlich als Set tragen, ne? Je nachdem, wie man möchte. Es genau. Gibt auch noch die passenden Ohrstecker dazu. Magst du die mal auf dem Blau kommen die ja, draußen? Zeige ich mal einmal hier nochmal näher. Genau. In die Kamera. Super schön, ne? Also quasi, egal ob Armbandträgerin oder jemand, der Ketten mag. Ohrstecker gehen ja eigentlich immer. Ich glaube, jede Frau hat viele Ohrstecker zu Hause. Genau, vielleicht auch schön fürs zweite Ohrloch. Total, ja, sehr schön. Wenn man in dem ersten, ich habe jetzt auch Kreolen in dem ersten, ich zeige euch das gleich auch gerne nochmal einmal getragen. Das aber ist auf jeden Fall für jede Mama was dabei. Und wir haben ja das Gewinnspiel gerade schon kurz erwähnt. Wenn ihr eines dieser Produkte kauft, also aus diesen vier, das auch könnt ihr euch entscheiden für das, was am besten zu eurer Mama passt, könnt ihr bei uns quasi ein Zusatzgeschenk gewinnen, kann man ja schon fast sagen, ne? Genau, ja, und das ist auch was ganz Besonderes. Man gewinnt nämlich sozusagen Zeit. Du kannst eine von 20 Geschenkboxen von Cinemax gewinnen und darin sind enthalten zwei Gutscheine für Kinotickets, Popcorn und Softdrinks. Also das volle Paket für den Kinobesuch mit deiner Mama im besten Fall dann. Genau. Ihr könnt teilnehmen, sobald ihr ein Jette Muttertags-Highlight kauft. Und das Ganze läuft noch bis zum 14.05. Genau. Weitere Infos findet ihr auch bei uns auf der Website. Und wie gesagt, denkt dran, eins von diesen vier hübschen Herzprodukten, dann seid ihr im Lostop drin.
Und ist das schön, weil Zeit verschenkt man ja auch viel zu wenig. Man verbringt ja auch leider nicht immer so viel Zeit mit den Lieben, wie man will. Und dann kann man sich nochmal einen schönen Abend mit der Mama machen. Genau, apropos Abend, schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht schon geplant habt. Muttertag, habt ihr schon was, was ihr gerne mit eurer Mama unternehmen wollt, machen wollt oder vielleicht auch verschenken wollt? Ja, lasst es uns gerne wissen und schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss mir auch noch was überlegen. Fällt mir dabei Ja, gerade ein. Hast du schon ein Geschenk? nee. Ja, also auch wir sind hier froh über die Anregung. Schmuck geht ja auch eigentlich immer. Ja. Hat natürlich dann auch, ist für die Ewigkeit. Man trägt das dann hoffentlich lange und denkt Ja. immer an euch. Deswegen, das ist sehr schön. Ja, ich würde einfach mal weitermachen mit dem Schmuck, den ich dann noch trage. Ich habe noch einen farbigen Ring, der vielleicht nochmal für die Mama ist, die auch wirklich es farbig mag und gerne einen Akzent setzen möchte. Ihr seht übrigens auch alle Schmuckstücke bei euch rechts in der Auswahl. Könnt sie natürlich auch anklicken. Euren Favoriten markieren, wenn ihr noch Genau, nicht. oder auch in den Warenkorb Genau. legen, sodass ihr da nochmal alles auch genau seht. Jetzt schreibt Veronika, ich habe erhebliche Schwierigkeiten mit der Oh, Internetverbindung, da gibt fliege es raus. technische Probleme. Oh je, Vielleicht ich. einfach noch mal raus und wieder reinkommen, Veronika. Das kann es manchmal schon beheben. Genau, ich hoffe, bei den anderen funktioniert es. Auch ihr könnt gerne mal schreiben. Wenn ihr da seid, lasst gerne mal ein Emoji da, dass wir es sehen, oder schreibt von wo ihr eingeschalten habt, zuschaut. Genau. Und auch hier nochmal in, jetzt sieht man es nicht, in Kombi mit meinem, Passt auch gut, ne? ja. Ich finde bei dem Ring auch schön, dass man den auch stacken könnte, ne, mit anderen. Also wenn die Mama vielleicht auch schon was Schlichtes hat, dann kann man den auch gut dazu kombinieren, weil der ja auch nicht so breit ist. Ja, aber ist Sonst natürlich ein Hingucker, ne? total, ja. Mit der Farbe. Ich habe es jetzt zu blau kombiniert, kann man natürlich auch zu allen anderen Farben tragen. Ich brauche ein Geschenk für meine Mutter und Schwiegermutter. Ja, dann schau auf jeden Fall zu. Wir bieten dir gleich ganz viele Inspirationen für jegliche Mütter, Und die es was? farbig mögen, schlicht mögen. Für jeden was dabei. Und was wir noch nicht gesagt haben, also es gibt das tolle Gewinnspiel, aber der Ring zum Beispiel, den du gerade hattest, Genau, ja. auf den gibt es aktuell auch Rabatt. Also wenn ihr bei uns vorbeischaut, es gibt auch eine Auswahl an ganz tollen Muttertagsgeschenken, unter anderem auch die, die wir hier zeigen. 20% Rabatt mit dem Code MAMA23. Den schicken wir auch nochmal in den Chat, dass ihr den euch dann nochmal ansehen könnt. Also das ist auf jeden Fall gerade eine gute Zeit, um frühzeitig das Geschenk auszuwählen und zu bestellen für die Mama. Das vergisst man ja manchmal leider auch mit einem schlechten Gewissen. Ich Spät glaube, dran ist. kennt jeder, dass man kurz vor knapp das denkt. Also heute ist, glaube ich, ein ganz guter Input dafür. Genau, und was wir nämlich gerade auch schon gesagt hatten, die Schmuckstücke sehen ja auch zum Teil getragen nochmal ganz anders aus. Deswegen sind wir heute auch da, möchten euch das gerne nochmal angezogen zeigen. Vielleicht noch kurz zu dem Rabattcode, der ist auch noch bis zum 14.05. gültig. Also auch wenn ihr auch noch nicht entscheidet, der ist noch bis zum Muttertag gültig. Geht auch beim Gewinnspiel, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt, ne? Genau. Also auch da bis zum 14.05. könnt ihr da noch teilnehmen. Genau. Richtig. Soll ich mal weitermachen? Gerne, Dann ja. machen wir jetzt mal das Pendant mit dem Gelb-Gold. Ich würde mal mit der Kette, glaube ich, anfangen. Die finde ich nämlich total schön. Hat ja auch ein besonderes, ja, Ja, so ist, ein Schloss, ne? genau, ja. Quasi so. Also ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt ganz. Ja, jetzt sieht man es ganz gut, ne? Die ist Gelb-Gold, wie gesagt, und ganz zart. Also kann man super gut im Alltag tragen, passt eigentlich zu allem und ist so ein bisschen besonders, ne, durch dieses Schloss. Also vielleicht eher was für die Mamas, die so ein bisschen trendy Ja. unterwegs sind, ne, die so ein bisschen ausgefallenere Schmuckstücke mögen. Aber Modern auch genau, sitzt. da ich mal so. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht mal die Hand davor legen, sieht man das dann besser, den Anhänger. Ja, so vielleicht, ne? Kann Ja. man gut erkennen. Ganz kurze Frage von Mimi, die gerade reinkommt. Ich habe sehr schmale Finger. Welche ist die kleinste Größe? Das ist die Größe 50. Wir zeigen dir euch gleich nochmal verschiedene Ringoptionen, auch schmale Ringe oder auch breite Ringe, Ringe. Vielleicht ist da schon was für dich dabei. Genau. Ansonsten habe ich noch sehr schöne, ähnliches Schema, Kreolen, die man auch toll verschenken kann, weil die so ein bisschen, also die sind nicht riesig, aber man sieht, glaube ich, ganz gut, die sind schon Hingucker. So eine, es ist so ein bisschen fast wie gewellt, sehen die aus, ne? So von der Größe Ja, so sind, gedreht, ja, ne? ist ja auch trendy nach wie vor, das Thema. Und Auch cool mit deinem zweiten Stecker, kann finde man ich. gut Das sieht schön kombinieren, ne? aus, Weil die sind ja. irgendwie, also die sind schon, wenn man sie auch jetzt mit ein bisschen Distanz. Jetzt drehe ich mich zu stolz. Ups. Da, also die sind auf jeden Fall ein Hingucker, ohne dass sie jetzt zu sehr dominieren. Das ist irgendwie immer ganz gut. Ne? Für so Alltagsschmuck, die gehen halt immer. Ja, und die breite Form ist mal was anderes. Ja, total.
Vielleicht mache ich da auch direkt noch einmal einen Schwenk zu meinen Kreolen, wo wir gerade schon bei Kreolen sind. Kreolen gehen ja auch immer, haben wir gerade schon gehört. Ich habe auch gedrehte Kreolen in Silber. Genau, so sieht sie, glaube ich. Auch sehr cool. Ja, von der Größe eher klassisch, aber auch eben in der Form und in dieser gedrehten Art ein Hingucker. Kann man natürlich auch mit mehreren Ohrsteckern noch kombinieren. Passt auch, ist auch, glaube ich, auch wie die beiden Sachen, die ich jetzt hatte, so ein bisschen mehr, bisschen moderner vielleicht einfach. Ne? Das sind so klassische Teile, aber die haben alle so einen modernen Twist. Genau. Also wenn eure Mama schon auch gerne aktuelle Trends trägt und so ein bisschen vielleicht unterschiedliche Sachen auch schon im Schmuckkästchen hat, dann ist das eine gute Ergänzung. Apropos Trends, ich würde sagen, da zeigen wir einmal die Bicolor-Kreolen, die wir noch mitgebracht haben. Die würde ich euch auch einfach einmal hier vor meinem Anzug zeigen. Ich glaube, da sieht man die ganz gut. Die beiden Farben, einmal Silber und Gelbgold, haben auch eine super Größe für den Alltag. Und man kann es eben auch zu Silber sowie Gold kombinieren. Ja, das ist richtig auch praktisch, ne? Also schön mixen. Also wenn eure Mama beides mag, ist das auf jeden Fall das perfekte Geschenk. Bicolor ist ja sowieso gerade sehr angesagt. Total, oder? Ja. Ich mag tatsächlich auch super gerne. Ich auch. Schön. Trag auch beides gerne gemixt. Und das passt dann in jedes Schmuckkästchen, weil ganz egal, was die Mama schon zu Hause hat. Genau, damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Genau. Und auch darauf gilt, ne, also ich erwähne es nochmal kurz, für die, die jetzt vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, 20% auf ein paar unserer Muttertag-Highlights, unter anderem auf die schönen Kreolen, die wir gerade gezeigt haben. Genau, vielleicht machen wir dann direkt weiter einmal mit den Ringen, die wir noch haben. Ja. Da hatte, glaube ich, die Mimi gerade auch gefragt bezüglich Ringe. Hier ist ein super schönes Modell mit einem Farbstein. Das ist so ein blauer, hellblauer Farbstein. Soll ich den mal anstecken? Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht der passt bei dir, glaube ich, ganz gut. So. Dass du ihn einmal getragen zeigst. So. Ich glaube, das. Ah, der Kontrast ist ein bisschen schwieriger. So. Man sieht den Stein nicht ganz so gut. Das ist ein, also es ist eigentlich die Farbe von deinem Anzug, ja, um da vielleicht mal weiterzuhelfen. Genau. Ganz zart, hat so eine kleine, wie so Kügelchen-Optik ist die Ringschiene. Also total hübsch und filigran. Genau. Also vielleicht für jemanden, der auch, ich sag mal, klassischere Sachen mag, aber so einen kleinen Farbklecks gerne mal dazu kommt. Passt auch super zu Jeans. Hellblauer Stein, geht natürlich mega. Wenn ihr da auch Fragen zu habt, auch zu den Farben, ihr könnt natürlich auch jederzeit in den Filialen euch beraten lassen und euch nochmal die Farben anschauen. Das ist natürlich nochmal eine andere Möglichkeit als jetzt über den Bildschirm. Da seht ihr die nochmal ganz anders. Also geht auch jederzeit in unsere Filialen und lasst euch beraten. Genau. So, was haben wir denn noch? Mein Ring habe ich schon gezeigt, aber ich habe, ich glaube, Ringe die beiden durch, aber ich habe noch was am Arm. Ich muss dazu allerdings meinen Ärmel mal ein bisschen zurückschlagen. Moment, und zwar zwei sehr schöne Sachen auch. Das eine ist ein ganz besonderes Armband, wie ich finde. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Ah, die Uhr rutscht, genau. Da sieht man es auch schon ganz gut. Ne? Also es funkelt sehr schön. Das ist ja so eine Schlangenkette quasi. Und das sind drei Stück. So, die dann so zusammen auf einem Armband laufen. Einmal. Das ist am Handgelenk, sieht man so auch echt schön total hübsch. Ist aber trotzdem irgendwie ja relativ zierlich, ne? Und man sieht es auch gut, kann man mit einer Uhr auch kombinieren. Ist ganz leicht, das finde ich ja ganz angenehm, dass man das so gar nicht, wenn man es trägt, merkt. Ja. Genau, das ist sehr hübsch. Und dazu, ich mache einfach mal weiter, haben wir eine, ich sag mal, sportive Uhr vielleicht ein bisschen, ne? So von der Form mit einem blauen Lederarmband. Die ist in Roségold. Passt aber sogar. Also ich finde gar nicht, dass ich das jetzt so stark irgendwie... Kann man auf jeden Fall zusammen tragen. Oder so? Nee, genau, ne? Finde ich auch. Sonst ist die vom Ziffernblatt sehr klassisch. Was man jetzt nicht so gut sieht, die hat ein ganz hübsches Permut. Also von der, also ein Permut-Optik-Ziffernblatt. Das changiert immer so im Licht, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt hier nicht ganz so abgeblendet. Aber ist, einfach, dass ihr mal eine Inspiration auch habt. Genau, es muss ja nicht immer Schmuck genau, sein, ne? Genau. Uhren sind auch super. Ich meine, wer braucht nicht eine Uhr? Genau, und dann vielleicht mal was anderes, ne? Da tendiert man ja sehr zu seinen klassischen Sachen, hat vielleicht nicht so eine große Auswahl. Und das ist, glaube ich, eine schöne Uhr zu einem super Preispunkt. Ne? Also das sind ja auch alles jetzt Geschenke, die, ich sag mal, so Blumenstrauß-Preislage. Ne? Also ja, so, ist halt schon was Besonderes, ist auch ein
Andenken, aber genau, mit dem Code MAMA23 erhaltet ihr auch noch auf die ausgewählten Geschenke 20% Rabatt. Denkt da auf jeden Fall auch noch dran. Apropos Uhren, da mache ich mal mit diesem schönen roségoldenen, mit der roségoldenen Uhr weiter. Die zeige ich euch auch nochmal genau so von nahen. Die ist von Liebeskind, ganz fein, hat auch durch dieses Armband nochmal so ein bisschen ein besonderes Armband. Total schön auch am Handgelenk. Also auch hier, ja, vielleicht für die roségoldenen Mamas, die gerne den Schmuck tragen. Aber hier könnt ihr natürlich alles wild kombinieren. Gibt's auch keine Grenzen. Die es gefällt. Genau, die ist auch wirklich super, super schön. Ja, die ist richtig edel. Und dann haben wir noch eine Uhr mitgebracht, die natürlich nochmal ganz anders ist im Vergleich. Ist eher ein Hingucker, würde ich sagen. Hat viel Glitzer auch an sich. Und das Armband ist auch nochmal deutlich breiter. Mhm. Genau, das ist eine Jette-Uhr. Ihr seht hier schon die Steine rund um das Ziffernblatt. Richtig, ne? Ja, genau. So. Die ist jetzt silber. Ja, das ist ja auch schön, ne? Weil jetzt hatten wir zwei schmale Uhren. Ich glaube aber, dass es genug Frauen gibt, die auch mal ein bisschen Statement an einer Uhr mögen. Ne? Es darf ruhig ein bisschen mehr sein. Ja, auch auf von jeden der Größe. Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch ein ganz besonderes Geschenk. Genau. Das zu den Uhren. Wir haben aber natürlich auch noch klassische Sachen mitgebracht. Vielleicht gehen wir da erstmal einmal rüber. Würde ich sagen, oder? Hier mit der ganz klassischen Stecker, mit dem man nichts falsch machen kann, vielleicht erstmal. Ja, vielleicht, ja, dann ist das eine gute Idee. Zeige ich dir zuerst einmal. Also wenn ihr wirklich, wenn eure Mama vielleicht auch schon viel hat oder ihr einfach gar nicht wisst, was ihr schenken soll, dann ist das eine absolut sichere Bank. Weil Perlenstecker gehen nie aus der Mode und passen zu allem. Das stimmt allerdings. Auch super schön gleich in Kombi. Nochmal mit einem Perlenarmband und der Perlenkette, die ich euch auch noch zeige. Könnt ihr aber natürlich auch so tragen. Und ist für jede Altersgruppe super, wo ich gerade an den Schwiegermama-Kommentar denke. Das wäre doch ein Geschenk vielleicht. Ja, genau. So, da zeige ich euch direkt auch nochmal die Perlenkette, die wir mitgebracht haben. Die ist von Guess. Ist keine typische Perlenkette. Da ist nochmal um die Perle herum eine... Das zeige ich es euch auch nochmal so Blatt, hier. Ne? Genau, das ist ein Blatt, wo auch nochmal, oder die auch nochmal leicht funkelnd ist. Also auch nochmal ein Hingucker am Hals. Könnt ihr natürlich auch schön mit den Perlenohrringen kombinieren, müsst ihr aber nicht. Ja, genau, so sieht man es. Und auch hier haben wir wieder, für alle, die gerne Schmuck als Set verschenken oder auch Mamas haben, die gerne Schmuck, ja, schon perfekt kombiniert und abgestimmt tragen, haben wir hier auch noch das passende Armbändchen dazu. Okay. Ja, danke schön. Danke ich euch auch noch einmal vom Nahen. Ist aber das gleiche zu der Kette. Ups, ich glaube, jetzt sieht man es nicht. So. Genau. Auch hier nochmal mit der Perle. Und die Glieder auch so ein bisschen besonders, ne? Ja. Auch schon, die funkeln auch schon für sich so ein bisschen. Genau, und man hat auch nochmal das Guess-Symbol hier mit drauf an dem Armband. Genau. Ja, außer den Klassikern haben wir aber auch noch mal was Besonderes ein bisschen. Ja. Nochmal Roségold. Also Roséfarben, so rum. Und auch ein Set. Also wir haben ja gerade schon gesagt, ne, manchmal, also es gibt ja Frauen, die das einfach gerne kombinieren, die da so gerne einen Look haben und die vielleicht dann genau und morgen einfach gar nicht viel. Wir kennen ja, die Mamas haben ja auch häufig viel zu tun, da müssen sie sich keine großen Gedanken machen und haben schon das perfekte Set fertig kombiniert zu Hause, sozusagen. Jetzt muss ich mal schauen, wie man das sieht, vielleicht auf dem Pulli noch besser. Gucken wir mal, die Kamera das so einfängt. Ja, sieht man ganz gut, ne? Genau, es hat so ein ja, fast so wie so ein Amulett ein bisschen sieht es aus, ne? Und wie so ein kleiner, wie so ganz viele kleine, zarte. Mich erinnert das ein bisschen an so, wie so Fliesen, wie so Mosaike. Ja. Mosaik, das ist das richtige mit Wort, kleinen, ne? Ja. Ja, so sieht es ein bisschen aus. Ganz hübsch und besonders. Genau, und dazu die passenden Ohrstecker. Die, glaube ich, in den Ohren auch schon totale Hingucker sind. Ja, ich glaube auch, dass die richtig schön aussehen. Sieht man das auch? Ja, jetzt sieht man das auch, ne, wenn man sie ja so bewegt. Jetzt sieht man auch mal das Roségold. Ja. Also hier auch wirklich für die Mamas, die vielleicht auch gerne Glitzer und Funkeln mögen, die gerne mehr tragen. Ja, mit dem Rosé und diesen Pastelltönen, ne, das ist natürlich für den Frühling jetzt auch total schön.
Ja, aber auch tatsächlich zu deinem Beige finde ich das auch, Geht auch, ne? ja, auch eine schöne Variante zu tragen. Wenn ihr Genau. noch eingeschaltet habt, dann lasst uns auf jeden Fall gerne wissen, von wo ihr einschaltet oder habt ihr schon Pläne zum Muttertag, dann schreibt ihr uns auch gerne über die Kommentarfunktion. Wir freuen uns auf alle Kommentare. Habt ihr Fragen an uns, dann stellt die auch gerne rein oder wollt ihr noch mal das ein oder andere Stück genauer Wollen wir sehen, sehen? genau. Zeigen wir euch gerne noch mal. Habt ihr schon Favoriten vielleicht? Habt ihr schon was gesehen und gesagt, das passt zu meiner Mama? Genau, wir würden nämlich dann auch noch mal dieses Set, glaube ich, näher Ja. zeigen. Jetzt baue ich hier schon alles ab. Warte, soll ich sonst? Vielleicht gibt Ja, es mehr bei gerne. mir. Suchen wir das mal. Die sind so ein bisschen. Ah, jetzt haben wir es. Okay, so. Dann muss ich jetzt mal gucken, ob man das. Das ist auch diese zwei kleine ineinander verschwungene Kreise im Ohrstecker. Auch sehr hübsch. Jetzt sieht man es ein bisschen, ne? Auf der einen Seite die funkelnden Steinchen, das andere schlicht. Erinnert mich ein bisschen entfernt an ein Ja, Unendlichkeitszeichen, ne? auf jeden Auch Fall. eine schöne Botschaft, wenn man das Auch verschenkt. nicht das klassische Herzsymbol, Ja, ne? Wer nochmal es ein bisschen vielleicht so was ein bisschen anderes. genau anders mag. Und es ist so ein dezentes Funkeln, ne? Also ist schon da, aber jetzt vielleicht nicht ganz so bold wie manche andere Sachen, die wir schon gezeigt haben. Sind auch nicht so groß, kann man Nee. auch im zweiten Ohrloch tragen. Genau, und passend dazu haben wir noch ein Armband. Jetzt gucken wir, ob ich das vielleicht noch an den Arm direkt zeigen kann, dass das ein bisschen besser rauskommt. Genau, so sieht man das. Ja, schön. Auch das, ne? Kleines dezentes Funkeln, würde ich sagen. Genau, das hat jetzt eben nicht die zwei Kreise, sondern ein Kreis, der mit Steinen besetzt ist, aber passt auch wunderbar zu den beiden Steckern. Ja, und super auch wieder zum Kombinieren, ne? Also, wenn eure Mama vielleicht Armbänder mag, dann ist das eine gute Ergänzung. Jetzt kommt gerade von Mimi die Frage, könntet ihr den Ring mit dem Farbstein noch einmal zeigen? Ich Probier mal, vielleicht legt er glaube, sich. Ich kann es nochmal machen, ja, aber vielleicht sonst, wenn du den ich nochmal probiere den mal auf aufsetzt. der. Mal so, vielleicht auf dem Tisch direkt. Das sieht man das dann besser vom Kontrast. Der ist wirklich so zierlich. Das ist gar nicht so einfach. So vielleicht? Ich glaube, so ist ganz gut. Ja, wie gesagt, das war hellblauer Farbstein. Oder wenn du den Ring Ach meinst, den so, ich trage, das kann genau, natürlich auch dann sein, können wir dass den natürlich auch nochmal genau zeigen. das sind Zirkoniasteine. Den zeige ich aber gerne noch mal näher. Vielleicht so noch mal in die Kamera. Genau, der ist nicht ringsherum mit Steinen besetzt. Ich drehe den mal einmal, dann seht ihr das, sondern hat vorne die Steine. Aber Genau, das ist so. Gute ist, selbst wenn der Bewegung hat, das kennt man ja von Ringen auch, ne, dass die sich manchmal drehen, dadurch, dass der Besatz jetzt so ist, eigentlich sind Steine, glaube ich, fast immer oben. Ja, ist auch super angenehm zu tragen. Der ist ganz leicht. Und wir haben schon gesagt vorhin, bevor wir gestartet sind, ist total der Hingucker. Der sticht auf jeden Fall Ja. hervor. Also auch hier, wenn eure Mama es bunt mag, dann ist das auf jeden Fall der richtige Ring. Apropos farbig, ich glaube, wir haben noch eine Ja. Kette, die wir euch noch nicht so vom Nahen gezeigt haben. Genau. Oh Gott, Moment. Wieder bei Gelbgold. Der ist ja auch dabei. Mit einem ganz zarten Moment. So, jetzt glaube ich, ne? Da sieht Ah man den, ja, ja, da kommt er das ist richtig doch. gut raus, ne? Richtig schön leuchtend blauer Stein. Ganz zierlich. Ich kann den auch nochmal kurz anhalten, dann sieht man die Proportion vielleicht Ja, auch ein bisschen besser. könnte man auch perfekt layern mit deiner Ja, würde Kette. auch super gut funktionieren. Also, ich mal kurz so drehen, sieht man das jetzt? Genau, das sieht man, ne? Das sieht man, oh Gott, jetzt mein Ärmel im Bild. Die Proportion total schön, ne? Also, es ist super zum Layern, ist aber auch echt, also ich finde, die Farbe ist schon, wie bei deinem Ring, auch ein super Hingucker, ne? Auf jeden Fall, ja. Total hübsch. Ist auch ein Zirkoniastein. Und das ist ein etwas dunkleres Blau als jetzt der Stein in dem Ring, würde ich sagen, ne? Ja, Ja. genau, der Ring ist eher so babyhellblau, ne? Und das ist jetzt schon ja, so dunkler, das stimmt. Aber beides sehr schön, ne? Und blau passt halt Ja, gut, ne? zu Das ist Jeans zu oder Jeans, genau. auch. Also kann man casual tragen, kann man aber auch, wenn man was Schickes anhat, passt es auch super gut. Also damit ist man auf jeden Fall gut auf der Welt als Geschenk. Genau, und Katrina schreibt gerade schon in den Chat, das ist auch noch eine gute Info. Für die Kette gibt es auch noch den passenden Ring und die Ach, Kreolen. super, ja. Auch sehr cool. Auch je nach Mal, wer es gerne als Set verschenken mag, schaut auf jeden Fall nochmal in den Online-Shop. Dort findet ihr dann auch die passenden Kreolen und auch den Ring. Kann auch sehr schön als Set verschenkt werden. Habt ihr noch Fragen an uns? Sollen wir euch noch mal was genauer zeigen? Schreibt es gerne rein. Ansonsten auch, wenn euch ein Favorit schon ins Auge sticht, lasst es uns gerne wissen. Hast du einen Favoriten?
Oh, schwierig. Also ich mag die Kette sehr, die ich gerade trage. Die finde ich einfach schlicht, aber trotzdem besonders. Fällt mir total gut. Ich finde aber auch immer zu verschenken jetzt, ne? Herzen sind immer gut. Herzen sind irgendwie immer, es Steht ist, für Liebe, genau, es Dankbarkeit. ist einfach schön und gerade jetzt besonders gut. Denkt an unser Gewinnspiel. Weil Zeit verschenken ist das beste Geschenk. Also alles andere ist auch schön, ne? Aber Zeit verbringen mit der Mama ist ja eigentlich immer noch am allerbesten. Und deswegen, wenn ihr jetzt von unseren Hier jetzt Produkten, von den Produkten. Highlight-Produkten, die ihr hier seht, einen kauft, dann könnt ihr ein Kinoset gewinnen, ne? Mit Tickets, Popcorn, Softdrinks, alles mit alles, was man drin. braucht für einen schönen Abend. Und das gilt noch bis zum 5. Also da lohnt es sich doppelt. Genau, wenn ihr einen Teil von den Jette-Produkten, von den Highlights kauft, dann bekommt ihr einen Link, und dann registriert ihr euch und schon macht ihr bei dem Gewinnspiel mit. Es gibt auch 20 Geschenkboxen, also die Chance auf jeden Fall hoch, dass ihr auch was gewinnt. Macht mit und für die anderen Schmuckstücke denkt auf jeden Fall auch an unseren Code MAMA23. Damit erhaltet ihr 20% Rabatt. Das lohnt sich auf jeden Fall bei den Schmuckstücken auch schon sehr. Genau, ja. Fragen kamen jetzt, glaube ich, keine mehr rein. Ich gucke gerade noch mal in Da den noch was kommt? Chat. Nee, ich glaube. Nee, Fun Fact, genau, das hatten wir schon. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Inspiration, auch noch mal einige Schmuckstücke getragen zu zeigen. Wir hoffen, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Genau, nutzt die Aktion, nutzt das Gewinnspiel und denkt dran, Muttertag ist nicht mehr so weit weg, also lieber früher als zu spät das Geschenk besorgen. Vielen Dank fürs Schauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Ciao.